Herr Seibert, der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen eingestellt in Sachen Abhören des Kanzlerin-Handys. Begrüßt das die Bundesregierung? Die Ermittlungen einzuleiten oder die Ermittlungen zu beenden, das sind Schritte, die nur im Ermessen und nur in der Verantwortung des Generalbundesanwaltes liegen. Und die sollten von der Bundesregierung nicht kommentiert werden. Gab es nicht von amerikanischer Seite schon Eingeständnisse, dass das passiert ist, dass abgehört wurde? Der Generalbundesanwalt hat die Entscheidung getroffen, die er heute Morgen verkündet hat. Ich habe sie nicht zu kommentieren. Wann muss denn dieser Generalbundesanwalt wegen Unfähigkeit im Amt entlassen werden? Ich glaube, er erwartet nicht wirklich eine Antwort. Dann ist Herr Wonka dran. Woher weiß die Kanzlerin, dass sie heute nicht noch abgehört wird? Ich habe zu diesem Thema alles gesagt, was ich zu sagen habe. Sie weiß es nicht. Antworten Sie nicht mehr? Ich habe zu diesem Thema wirklich über die letzten anderthalb Jahre alles gesagt. Das ist jetzt nichts Neues, was ich da zu verkünden habe. Also wie toll kann diese Zusammenarbeit sein, wenn die amerikanische Seite noch nicht mal in irgendeiner Form dem Generalbundesanwalt geholfen hat bei den Ermittlungen? Zu den Ermittlungen des Generalbundesanwalts müsste ich Sie bitten, den Generalbundesanwalt selber zu befragen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht im Bilde und auch nicht zuständig. Ansonsten habe ich über die Zusammenarbeit, die deutschen Dienste mit Partnerdiensten, auch mit der NSA haben und die für uns wichtig ist, hier mehrfach gesprochen und habe dazu nichts Neues zu sagen. Es ist eine für unser Land, für die Sicherheit unserer Bürger sehr wichtige Zusammenarbeit. Aber wenn es um rechtliche Aufklärung geht, gibt es gar keine Zusammenarbeit, richtig? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die juristischen Fragen, die jetzt in dem Ermittlungsverfahren behandelt wurden, das nun beendet ist, mit dem Generalbundesanwalt zu besprechen haben. Dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.